Hier ein fremdes Referat über das bedingungslose Grundeinkommen halten darf. Dieses Referat ist von Rino Jünicke erarbeitet worden. Das ist der Sprecher unserer Landesarbeitsgemeinschaft in Brandenburg. Kurz zu mir, ich bin 48 Jahre alt, sitze für die Linke in der Bezirksverordnetenversammlung von Marzahn-Hellersdorf hier in Berlin, habe 2004 mit einigen anderen, darunter Katja Kipping, Ronald Blaschke, Stefan Wolf, die BAG Grundeinkommen damals noch eben bei der Linkspartei GDS gegründet. Es gab zur gleichen Zeit auch eine Gründung bei der WASG. Und diese beiden Arbeitsgemeinschaften haben dann zusammen mit dem Parteifusionsprozess ebenfalls fusioniert. Und seither arbeiten wir also mit unserem Modell daran, dass die Linke sich dem Konzept eines emanzipatorischen bedingungslosen Grundeinkommens öffnet. Dieses Konzept gab es im Jahr 2006 das erste Mal. Es wurde schon mehrfach wissenschaftlich evaluiert. Es wird alle zwei, drei Jahre mit neuen Zahlen aus den aktuellen Statistiken erneuert und auch konzeptionell überarbeitet. Immer wenn wir Rückmeldungen bekommen, was wir alles möglicherweise übersehen haben oder nicht berücksichtigt haben. Diese Auseinandersetzung finden wir sehr fruchtbar und bringt das ganze Thema auch sehr viel weiter. Und ich denke, dass es auch irgendwann mal sich damit abschließen wird, dass die Partei Die Linke sich dafür entscheidet, für ein emanzipatorisches, bedingungsloses Grundeinkommen zu sein. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen emanzipatorischen Konzepten und neoliberalen Konzepten. Darauf werden wir dann, denke ich mal, in der Diskussion noch breit eingehen. Jetzt erstmal die Frage, was ist eigentlich die Notwendigkeit, warum man sich den Sozialstaat heutzutage auch noch ganz anders vorstellen muss. Warum ist es eigentlich so, dass viele Menschen heutzutage der Auffassung sind, die gesamte Einkommensverteilung, die gesamte Vermögensverteilung muss nochmal grundsätzlich vom Kopf auf die Füße gestellt werden? Es gab ja schon immer die Definition eines BGE nach dem Netzwerkgrundeinkommen, setze ich jetzt einfach mal als bekannt voraus. Ein BGE muss die Existenz sichernd sein und eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Zweitens, es besteht ein individueller Rechtsanspruch. Drittens, es wird ohne eine behördliche Bedürftigkeitsprüfung allen gewährt. Und viertens, es ist ohne einen Zwang zur Erwerbsarbeit und ohne einen Zwang zu anderen Gegenleistungen garantiert. Das ist jetzt auch die wesentliche Information, die man braucht, die sogar die Tagesschau verstanden hat, als sie über Michael Müllers solidarisches Grundeinkommen berichtet hat. Da war ja gleich zu Anfang diese schöne Tabelle, wo dann das Wort solidarisches Grundeinkommen durchgestrichen wurde und gesagt wurde, dieses Etikett führt vollkommen in die Irre. Es handelt sich in Wahrheit um einen staatlichen Beschäftigungssektor. Aber es hat mit dem Grundeinkommen, wie es zurzeit diskutiert wird, nicht das Geringste zu tun. Es ist lediglich ein weiterer Versuch, dieses Etikett zu kapern. Selbst wenn es so etwas Ähnliches wie ein solidarisches Grundeinkommen à la Michael Müller auch in der Partei Die Linke schon mal gegeben hat, als ÖBS, als öffentlich geförderter Beschäftigungssektor, hat es, wie gesagt, mit einem Grundeinkommen, das diese vier Kriterien erfüllt, nicht das Geringste zu tun. Das muss man erstmal dazu festhalten und wissen. Ja, warum braucht es ein Grundeinkommen? Wir haben einen Bug. Wir haben, wie wir sehen, auch schon mal eine ganz andere Prägung der Erdoberfläche gehabt. Es gab mal die Dinosaurier, die die gesamte Erdoberfläche quasi kontrolliert haben und man hat damals vermutlich gedacht, die wird es immer geben. Wie heutzutage beispielsweise den Kapitalismus, wird es immer geben, kommen wir nie mehr drüber hinweg. Und trotzdem wissen wir, die Dinosaurier sind ausgestorben. Und das bedeutet, es ist durchaus möglich, dass sich die gesamte Gesellschaft noch einmal vollkommen neu erfindet. Was gab es früher? Es gab die Sklaverei, es gab Gefangenschaft. Es gab den Feudalismus und die Leibeigenschaft. Es gab den Kapitalismus, die Lohnarbeit, das ist das, was wir heute haben. Und Sozialismus und Volkseigentum als Versuch sind längst schon wieder abgewickelt worden. Dann gibt es noch die Behauptung der sozialen Marktwirtschaft alias Sozialstaat. Das wäre das, worin wir leben. Wir haben das alle, glaube ich, in den letzten 30 Jahren erlebt, dass man eigentlich nur noch abhängig ist. Man ist sein ganzes Leben lang nur noch entweder abhängig von Aufträgen oder von Leuten, die einem einen Erwerbsarbeitsplatz zur Verfügung stellen und dann alles kontrollieren, was man so den ganzen Tag macht. Oder aber, wenn man da nicht reinkommt, dann ist man abhängig von der Sozialbürokratie. Das heißt also, man wird ganz genau, insbesondere seit der Einführung von Hartz IV gezwiebelt, nachweisen zu müssen, was man eigentlich den ganzen Tag macht und dass man sich permanent dem Erwerbsarbeitsmarkt zur Verfügung stellt. Das heißt, man ist einfach nicht mehr in der Lage, über sein eigenes Leben selbstbestimmt zu entscheiden.
Das ist das, was wir gegenwärtig haben, und das ist auch der Grund, weswegen so viele Leute jetzt der Auffassung sind, das muss nochmal neu erfunden werden. Hier, das ist eine sehr, sehr detaillierte Grafik, die Ringo eingebaut hat in den Vortrag, über den man, wenn man ihn länger halten wollte, jetzt näher eingehen könnte, was alles die Faktoren der Wertschöpfung sind. Man sieht daran relativ deutlich, dass ein geringster Teil der Wertschöpfung tatsächlich aus individueller Leistung stammt. Das ist relativ wichtig zu wissen, dass auch viele ökonomische Modelle, die heutzutage sagen, warum sind in den Industrienationen eigentlich die Löhne um so viel höher als in weniger, in Anführungszeichen, entwickelten Ländern, das alles ist sozusagen eine Art Entwicklungsdividende. Dadurch, dass schon vor uns viele Generationen so gearbeitet haben, dass alles das, was wir hier sehen und nutzen, bereits existiert, haben wir quasi eine Art Startvorteil. Und das bedeutet also, ein geringer Teil von dem, was wir tatsächlich bekommen, ist von uns selbst erwirtschaftet. Vieles davon ist nicht nur von anderen, sondern vor allem auch von Generationen vor uns erwirtschaftet worden. Hier eine Grafik über die verschiedenen Entwicklungen der industriellen Revolution von der ersten bis zur gegenwärtig vierten. Auch hier gibt es eine größere Auseinandersetzung darüber, ob jetzt die Digitalisierung und auch die Automatisierung, die immer weiter Fahrt aufnimmt, ursächlich daran schuld ist, dass es immer prekärere Arbeitsverhältnisse gibt oder nicht. Es gibt auch hierzu Vorträge, die Viertelstunden weit übersteigen könnten. Auch das ist eine sehr interessante Debatte, führt aber zumindest nur mittelbar zum bedingungslosen Grundeinkommen. Aber auf jeden Fall ist klar, dass hauptsächlich eigentlich unser Wohlstand in Zukunft von Maschinen erarbeitet wird, und wo kommen dann bitte unsere Einkommen her? Wichtig zu wissen ist auch, dass die meiste Arbeitszeit in Deutschland, aber auch in den meisten anderen Ländern, heute keine Erwerbsarbeitszeit ist. Diese Zahl wird auch schon seit geraumer Zeit immer wieder in der Diskussion eingeführt. Man kann sie auch an sich selber mal überprüfen, wie viel von dem, was man eigentlich so an Sorgearbeit leistet und möglicherweise an Pflegearbeit und an diversen anderen Arbeitsstunden, auch im Ehrenamt, wie verhält sich das eigentlich in meinem Leben zu den bezahlten Arbeitsstunden? Über alle Menschen in Deutschland, das allerdings auch schon wieder eine Zahl, die fast 10 Jahre alt ist, sind 96 Milliarden Arbeitsstunden nicht vergütet und 56 Milliarden Stunden sind Erwerbsarbeitsstunden, die vergütet werden. Man kann an diesem Verhältnis relativ deutlich sehen, nein, dass das Einkommen ausschließlich sich speist aus der Erwerbsarbeit, das ist definitiv eine Unwucht, die es zu korrigieren gilt. Das bedeutet, wir brauchen ein Einkommen, mit dem wir auskommen können. Und hier, das ist auch wieder die interessante Vermögensverteilung, die jetzt statistisch auf Deutschland sich bezieht, aber ganz im weltweiten Zusammenhang ist es ja jetzt auch so, dass etwa 80 Familien mehr besitzen als 160 Staaten. Was bedeutet, dass das eigentlich die grundsätzliche Frage ist, die man angehen muss. Hier das oberste Zehntel, sieht man, hat praktisch das gesamte Vermögen. Und in den unteren 20% geht das sogar in den negativen Bereich. Das heißt also, die Schulden, die angehäuft sind, sind hauptsächlich auf der Seite der Ärmsten zu finden, wohingegen auf der Seite der Reichsten ist das gesamte Vermögen konzentriert. Das kann so nicht bleiben. Was mag diese Grafik darstellen? Man sieht, es ist relativ dunkelrot im Westen der Republik und etwas weniger, deutlich weniger im Osten der Republik. Was mag das sein? Einkommensunterschiede? So ähnlich. Kaufkraft. Die Kaufkraft in Deutschland konzentriert sich, wie man sieht, in Ballungsräumen wie München, Hamburg, Frankfurt. Und es ist relativ erstaunlich, dass hier einmal in Brandenburg ein kleiner roter Fleck ist, aber das muss wohl der Potsdamer Landkreis sein. Wir wissen, wer da so alles hingezogen ist, also das ist eine einzige Ausnahme. Mit anderen Worten, was man sich tatsächlich leisten kann von seinem Einkommen, ist deutlich unterschieden. Und auch das kann so nicht bleiben. Wenn man jetzt ein Grundeinkommen mit der gleichen Höhe in ganz Deutschland einführen würde, würde sich auch diese Karte deutlich verändern. Das ist die Idee, dass das Grundeinkommen eigentlich, wenn man es richtig bedenkt, in unserem gültigen Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland längst verankert ist oder zumindest gefordert wird. Nach dem Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Überprüfen wir das mal an der Realität. Wird das heute durchgesetzt? Ist das so, dass die Menschen hier in Würde ihr Leben leben können? Das ist definitiv zurzeit nicht so. Das heißt, ein Auftrag des Grundgesetzes wird zurzeit nicht erfüllt.
Und Menschenrechte und Gerechtigkeit sind ebenfalls grundgesetzlicher Auftrag. Das bedeutet, das ist jetzt keine Diskussion, die man einfach mal so führt, weil sie einem relativ unter den Nägeln brennt, sondern außerdem auch, weil sie den allgemeinen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat, sowie ihrem Grundgesetz, das sie sich selbst gegeben hat, unbedingt entsprechen und eigentlich die Realität diesem grundgesetzlichen niedergelegten Akten nicht entspricht und also angepasst werden müsste. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person ist unverletzlich. Alles das sind Dinge, die weit, weit weniger verwirklicht sind, als dem Grundgesetz eigentlich der Auftrag steht. Und alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das weist auch darauf hin, dass das Grundeinkommen ja unter anderem beispielsweise auch eine deutlich andere Herangehensweise in der Emanzipationsbewegung herangeht, als beispielsweise, wir haben ja jetzt gerade wieder den Equal Pay Day gehabt. Die deutliche Ungleichverteilung von Erwerbsarbeitskommen zwischen den Geschlechtern ist auch etwas, was durch das bedingungslose Grundeinkommen angegangen werden kann. Nicht aufgehoben, weil das Grundeinkommen ist ja ein Einkommen, das separat von Erwerbseinkommen gezahlt wird, in gleicher Höhe für jede und jeden Erwachsenen. Und das ist dementsprechend erst einmal der Auftrag, daran muss sich dann im Zweifelsfall auch die Erwerbsarbeit messen lassen. Es ist ja so, dass die Erwerbsarbeit eigentlich immer schauen muss auf das, was es sonst noch an möglichen Einkommen im Leben gewesen ist. Es war also immer so, dass der Erwerbsarbeitsplatz in seinen arbeitsrechtlichen Standards früher mal dem Berufsbeamtentum hinterhergehäkelt hat. Das heißt, wenn im Berufsbeamtentum bestimmte Garantien gegeben waren, dann musste ein Arbeitgeber in der Vergangenheit auch gerne mal sich angucken, ja, kann ich denn die Leute dazu kriegen, nicht sich dem Staat zur Verfügung zu stellen, sondern stattdessen mir. Und es ist auch sehr bemerkenswert, dass der gesamte Zusammenbruch der Standards im privaten Sektor in den letzten 30 Jahren ursprünglich mal vom Staat ausgegangen ist. Die gesamten Privatisierungen, Die gesamten Privatisierungen waren zunächst einmal beispielsweise bei Post und Bahn, daran erinnert sich noch jeder, aber es gab noch viele andere staatliche Unternehmen, waren zuerst einmal eine Initiative aus dem politischen Bereich. Wir haben die ganzen staatlichen Unternehmen in privatrechtliche, die Bundesbahn beispielsweise gehört bis heute dem Staat, ist aber jetzt ein privatrechtliches Unternehmen und kann deswegen wesentlich niedrige Erwerbsarbeitsstandards ansetzen. Das alles kam aus dem politischen Bereich und hat dann quasi erst einmal den Weg bereitet dafür, dass dann private Unternehmen ebenfalls ihre Standards deutlich senken konnten, Leute freisetzen konnten, Leute in prekäre Arbeitsverhältnisse bringen konnten und beispielsweise auch Scheinselbstständige wesentlich ausweiten konnten. Das alles ist also eine Frage, wie man in der Politik zunächst einmal die Rahmenbedingungen setzt und dann kann sich im Zweifelsfall der private Sektor frei entfalten, frei im Sinne von FDP und Neoliberalismus. Und das sind dann mit anderen Worten die Dinge, die wir als politisch Aktive auch sehr stark beeinflussen können und sollten. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen, allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Auch das ist beispielsweise seit dem AEG-II-Regime vollkommen anders in der Praxis. Das heißt, wir sind ja schon lange als Linke der Auffassung, dass Hartz IV, dass das gesamte Hartz IV-Regime grundgesetzwidrig ist. Hier hätte man beispielsweise diverse Artikel, die das auch belegen. Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Im Übrigen sind wir auch dafür, dass Strafgefangene nicht zur Zwangsarbeit herangezogen werden dürfen. Allerdings ist das vom Grundgesetz leider noch nicht gedeckt. Was auch sehr gerne nicht erwähnt wird, ist, dass es im Grundgesetz sehr wohl die Möglichkeit der Enteignung gibt. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen und eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Das bedeutet aber, dass es sehr wohl möglich ist, dass Eigentum, das nicht im Sinne der Allgemeinheit verwendet wird, dass das den derzeitigen Eigentümern entzogen wird und dementsprechend ist das auch aus dem Grundgesetz herleitbar. Und Artikel 79, ganz wichtig, eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Artikel 1 und 20 Würde- und Sozialstaatsprinzip berührt werden, ist unzulässig. Das heißt, das sind die wichtigsten Artikel des Grundgesetzes, für die die sogenannte Ewigkeitsgarantie gilt. Wenn wir jetzt... Bitte?
bei den Dinosauriern so ewig. Ja, genau so ähnlich. Dass das bedingungslose Grundeinkommen finanzierbar ist, das haben wir versucht zu beweisen. Die gegenwärtige Konzeption der BAG-Grundeinkommen basiert allerdings auf statistischen Zahlen von 2013, deswegen zurzeit gerade eben wieder eine neue Berechnung erarbeitet wird, jetzt dann auf den statistischen Zahlen des Jahres 2016. Im Konzept von 2013 ist noch die Rede von 1080 Euro für jeden erwachsenen Menschen. Mittlerweile, hier steht das mit den 1080 Euro, mittlerweile hat sich das Volkseinkommen schon wieder erhöht in den letzten 3 Jahren, sodass wir wahrscheinlich bei einem Zahlbetrag von etwa 1200 Euro rauskommen werden, wenn wir unser Konzept jetzt im Jahre 2018 neu berechnet vorlegen werden. Und diese Berechnung, das ist, glaube ich, auch die Geschichte der größten Auseinandersetzungen darüber, sind sie richtig, sind sie falsch. Was wir vorgelegt haben, wurde zum Teil beispielsweise von Ralf Krämer von der Sozialistischen Linken durchgerechnet. Er hat dann gesagt, das Ganze fuße nicht auf realen Annahmen und hat dabei beispielsweise unterstellt, dass wir bei den Kapitalgesellschaften mit Körperschaftssteuer, mit Gewerbesteuer, dass wir das nicht berücksichtigt hätten, dass die von unserem Modell auch erfasst würden. Doch, das haben wir berücksichtigt und das war auch so, das war Absicht. Also es ist tatsächlich die Frage, inwieweit man mit einem bedingungslosen Grundeinkommensrechenmodell von oben nach unten umverteilen kann und will. Ralf Krämer hat als Fazit gezogen, unter den kapitalistischen Bedingungen wäre das nicht realistisch möglich. Das mag ja möglicherweise sein, aber die kapitalistischen Bedingungen sind ja genau das, was wir mit unserem Grundeinkommensmodell überwinden wollen und versuchen wollen, dem etwas entgegenzusetzen. Dass das eine harte Auseinandersetzung ist und ein harter Kampf, das merkt man alleine daran, dass das bedingungslose Grundeinkommen inzwischen von so vielen Leuten auf so viele verschiedene Arten und Weisen angeboten wird und versucht wird, das Ganze zu wenden im neoliberalen Sinne. Darüber werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger diskutieren. So, eines der Standard-Gegenargumente, da würde doch niemand mehr arbeiten gehen, haben wir wahrscheinlich alle schon mal diskutiert, haben wir alle schon mal in unserem privaten Bekanntenkreis versucht, mal rauszufinden, ob das so ist. Und die rein subjektive Einschätzung, die bei Ringo rausgekommen ist, 60% meinen, ja, selbstverständlich würde ich weiterarbeiten, 30% ja, aber vielleicht etwas anderes und nicht mehr in Vollzeit. Und 10% sagen, erst einmal ausschlafen, verreisen, sich weiterbilden, sich mehr um die Familie und Freunde kümmern und sich mehr ehrenamtlich engagieren. Das sind alles im Übrigen Dinge, die durchaus sein sollen und müssen und die zurzeit im Leben zu kurz kommen. Und das ist das, was das bedingungslose Grundeinkommen absichtlich auch erfüllen soll, dass man das kann. Und davon geht auch das Land nicht unter, wenn jetzt 10% erstmal ausschlafen würden. Gegenargument 2, das kann doch niemand bezahlen, das hatte ich gerade schon ausgeführt. Wir haben hier einen Finanzierungsmix zusammengebastelt, das kam bei der Zahlbetrag von 1080 Euro auf einen Gesamtbetrag von 914 Milliarden Euro im Jahr 2013, wie gesagt. Die statistische Grundlage bei 2016 kommen wir definitiv bei der über 1, Billion raus. Aber, und das ist auch wichtig zu wissen, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu rechnen, nämlich die Sozialdividende, wo es wirklich jedem ausgezahlt wird, und die negative Einkommenssteuer, wo es mit der geschuldeten Einkommenssteuer verrechnet wird. Was im Übrigen das wesentliche Argument ist, wenn jemand sagt, ich will aber nicht, dass das der Millionär kriegt. Doch, natürlich kriegt er das, aber dafür muss er viel, viel mehr zahlen von dem, was er bisher hat. Und deswegen will ein Millionär das für gewöhnlich um das Verrecken nicht haben. Weil die können rechnen und wissen, dass sie davon definitiv eine Einkommenseinbuße und eine Vermögenseinbuße haben. Hier sind noch ein paar Vorteile für den Staat genannt, für die Arbeitgeber, für die lohnabhängig Beschäftigten. Ich überspringe das jetzt einfach mal. Wichtig ist aber, dass Armut der Geschichte angehören kann, wenn es ein richtiges, emanzipatorisches Grundeinkommen ist. Und deswegen ist die Zeit reif für ein bedingungsloses Grundeinkommen nach unserer Meinung. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.